Am helllichten Tag gegen 11 Uhr wurde am Samstagvormittag ein Mädchen in Duisburg sexuell missbraucht. Die 13-Jährige wurde von einem Mann mit Maske und Waffe überfallen. Das Verbrechen passierte am Ufer des Töppersees. Das ist ein Naherholungsgebiet. Wenige Meter neben einem Weg soll es passiert sein, aber scheinbar hat niemand was bemerkt. Es ist Samstag 11 Uhr vormittags. Das 13-jährige Mädchen ist auf dem Nachhauseweg, als das Unfassbare geschieht. Ein maskierter Mann zerrt es mit vorgehaltener Waffe ins Gebüsch am Seeufer. Hier soll er die Schülerin missbraucht haben. Eine brutale Tat am helllichten Tag. Spaziergänger und Jogger sind schockiert. Ich bin natürlich erschrocken darüber und verunsichert und weiß natürlich auch nicht so recht, ob ich hier noch laufen kann oder nicht und mache mir schon Gedanken darüber, ja. Niemand hat etwas von der Tat bemerkt. Dabei ist der Töppersee ein Naherholungsgebiet mit Schwimmbad und Wassersportanlagen. Doch Samstag ist der Park wenig besucht. Nur ein paar Menschen sind auf den Nebenwegen unterwegs. Der Täter zieht sein Opfer in die Uferböschung. Ein undurchdringliches Gestrüpp. Das Mädchen hat keine Chance. Dass es ausgerechnet hier ist, auf einem Weg, der als Verbindung zwischen Rheinhausen und Rummeln-Kaldenhausen gilt, nicht nur für Spaziergänger, sondern allen Dingen für Schüler und so weiter oder Sporttreibende, dann ist es sehr, sehr schlimm. Denn das verunsichert doch ungemein. Dass solche Menschen frei rumlaufen, also das dürfte nicht sein. Ne? Die müssten ganz schnell gefasst werden. Seit Tagen fahndet die Polizei nach dem Täter, bisher ergebnislos. Sie hofft jetzt auf Zeugen, denen am Samstag gegen 11 Uhr am Töppersee etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Die Polizei sucht nach einem jüngeren Mann mit türkischem Akzent. Der Täter hatte gelockte, braun-blonde Haare, ist ca. 1,70, 1,80 groß, hatte denn wohl während großer Teile der Tatausführung eine rote Wollmütze übers Gesicht gezogen. Das Mädchen war nach der Tat zur Behandlung im Krankenhaus und wird nun psychologisch betreut.